Die Belagerungstürme kommen jetzt nachgetrudelt. Holt sie auf offenem Feld. Stürmt los! Stein mit. Vorwärts! Zielt es an Stein. Unsere Truppen werden angegriffen! Nicht aufgeben! Angriff! Ich hätte gerne noch einen Belagerungsturm gestohlen. Vorwärts! Wie ihr wünscht. Vernichte die Karren. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Sofort. Aber das Tor ist offen. Ah ja, der Winter ist soweit vorbei. Keine Verluste? Auf euren Befehl. Das ist beängstigend. Nun, dann müssen wir mit dem auf den nächsten Winter warten. Sollt runter. Aber jetzt dürfen wir. Okay, ab jetzt dürfen wir Tavernen aufsetzen. Okay, also doch Tavernen. Steinmetz. Fehlt es an Stein. Das Lagerhaus ist voll. Dann Bienen nach hier hin. So. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Wirklich? Das kann passieren. Dann geht er weg und nimmt den Steinbruch hier. Der ist nicht uns, der gehört nicht uns. Aber hier haben wir drei Stück. Das Lagerhaus ist in der Tat voll. Mit 1000 Holz. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir können da wirklich ein bisschen was loswerden. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein so. Karren wurde ausgesandt. Burglage für Eisen ist voll. Macht Pause. Und hier so. Wo setzen wir uns noch einen weiteren Imker hin? Hier hinten hin? Ich würde sagen, ja. Wir werden zwei brauchen. Ich sage nicht brauchen, aber gebrauchen können auf jeden Fall. So. Wieso wollen die teilweise nicht richtig gehen, diese Bienenstöcke? Hauptsache, sie funktionieren irgendwie. Wir können unseren werten Freund übrigens noch ein bisschen weiter verwirren. Wenn wir jetzt hier Bienenstöcke hinsetzen, kommt das Belagerungsgerät hier nicht durch. Wir werden komplett verwirrt enden. Wenn wir das gleiche hier hinten auch nochmal machen, kommt hier gar nicht mehr vernünftig. Wenn wir hier oben dicht machen, dann kommt hier kein Belagerungsgerät effektiv durch. Weil es zu eng ist. Das heißt, hier kommen die auch mit ihren lustigen Belagerungstürmen nicht vorbei. Wie auch immer das hier passen will, wir setzen das. Weil die KI nämlich mit Bienenstöcken überfordert sein wird, machen wir das mal. Schauen wir mal, wie die reagieren wird. Wir haben ja schon mal früher bereits
Bienenstöcke benutzt, um Barrikaden aufzubauen, hinter denen sich unsere Truppen von Nahkämpfern verstecken würden. Weil die Dinger halt so ein undurch unpassierbares Blocking schaffen. Was ganz schön nützlich ist. Genau, Ehefrauen beschaffen wir gerade. Hier, dahin. Verstanden. Alles klar. Klar, der Winter macht das hier ein bisschen komplexer, wenn man hier außen rum könnte. Aber hier oben rum. Hier soll es eigentlich fast nicht möglich sein, lang zu gehen. Muss ich wirklich erwähnen, dass meine Dienste für euch auch 20 Salz, 20 Käse, 20 Brot, reiche Hütten. Okay. Wir brauchen also 3 Käse rein. Okay, das war eine gute Idee mit der Eiche. Das Harz glimmt vorzüglich. Bitte liefert uns diese Rohstoffe. Perfekt. Sammeln wir die Schafe ein! Nennen wir das mal so. Bitte liefert uns diese Rohstoffe. Da will jemand aber Fisch haben. So, 2 Weber können wir jetzt auch schon mal schnell auf. Wo kommt ihr schon wieder her? Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Die Schafe sind bestimmt schon unterwegs. Wir haben unseren Käse da hinten stehen, wir setzen unseren Käse nach hier rüber. Wir haben hier bereits einen Bäcker, also kommt der zweite Bäcker hier hin. Zweite Weber übrigens auch irgendwie in die Richtung. Apotheken dürfen wir inzwischen auch schon bauen, sollten wir auch direkt mit anfangen. Denn 3 Apotheken sind das Typische, womit wir hier immer arbeiten. Das hier wäre natürlich eine Option. Aber ich würde, wenn es ginge, lieber ein Badehaus hier vorne reinsetzen oder das Theater. Den können wir also meines Erachtens nach hier hinsetzen, wo uns nicht wirklich stört. Des Weiteren können wir nach hier in einen weiteren Bäcker und einen weiteren Käse setzen. Ein Schiff angelegt, das Güter von weit her bringt, da kein anderer Käse hin. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Der muss noch ausgebaut werden. Hier kommt Kornfeld her. Hier brauchen wir scheinbar eine Schaffarm. Damit es uns erlaubt, die Schafe zu legen. Okay, ihr. Was machen wir mit eurem Abschaum? Fand ich Salz. Wer verscherbelt das Zeug? Ja. Rasmus verscherbelt auch Salz.
Verbieten wir erstmal das Essen vom... Nein, das Ein Essen vom Brot und Käse. Fehlt es an Schafen. Ich weiß, deswegen geht er auch direkt wieder. So, das wäre geschafft. So, wie wird die KI reagieren, wenn sie nicht in der Lage ist, das zu tun, was sie so gerne tut? Das wird interessant sein. Hoffentlich reagiert die nicht ungehalten und wird uns nur das Leben zur Hölle machen. Das ist, wovon ich gefühlt sogar eigentlich eher ausgehe. Okay, das Zeug haben wir. Salz. Okay, deine Fische kannst... Ach ja. Da war ja was. Unglücklich. Oh, wir sind jetzt schon über die Krankheitsgrenze. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Habt Dank dafür, diesen Titel zu gewähren. Jetzt, wir dürfen also nicht. Wir versuchen noch einen weiteren Metzger zu bauen. Wir haben hier einen, wir haben hier in diese Richtung noch nicht wirklich einen stehen. Wir müssen auf unseren Bevölkerungsplatz ein bisschen aufpassen, denn der rennt jetzt gerade ein bisschen voll. Stück für Stück. Hey Sian, wir haben die Wolle. Wie geht's im Lagerhaus? Sehr gut. Dem Lagerhaus geht es klasse. Wir haben die noch gar nicht mal ruhig ausgebaut. Die haben wir stillgelegt, weil wir sowieso schon zu viel Eisen haben. Und da kommt der Winter. Bauen wir die Kathedrale mal komplett fertig. Wo kommt ihr eigentlich schon wieder her? Nur um sicher zu gehen. Nimm deinen Fisch, nimm deine Wolle. Werde unser Handelspartner. Ah, wir können Salz kaufen. Salz und Farbe. Stimmt, ja klar, können wir. Aber, nein. Farbe und Edelsteine. Liefert nicht noch jemand sonst Edelsteine? Ja. Okay, machen wir uns also keine Gedanken um die Edelsteine für den Anfang. Jetzt fangen wir einen zweiten Kräutersammler auf. Ich habe keine Ahnung, ob wir die brauchen werden. Wahrscheinlich nicht. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Haben wir wohl. Ich sollte mal nach Meldal reiten. Ob dort noch Snorre wohnt? Können wir heraus. Speichern.
ihr wünscht. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Verstanden. Alles klar. Wie ihr wünscht. Verstanden. Wir sind dieses Mal gar nicht so wild am Expandieren. Was überraschend ist. Oh, Kiste. Bisschen irgendwer vermutet. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Normalerweise nehmen wir uns sofort die ganze Karte, erkunden alles, finden alles und starten direkt richtig durch. Diesmal nicht. Diesmal waren wir mehr bedacht auf unser anfängliches Überleben. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ich meine, jetzt finden wir einfach das Gold über einfach auf der Straße rumliegen. Auf euren Befehl. Alles klar. Alles klar. Okay, das war als Steinbruch gedacht. Kiste. Oh, 60 Steine. Nett. Alles klar. Sofort. Verstanden. Jawohl. Jawohl. Hi. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Irgendwelche Waldkiste. Nein. Ist Trondheim. Auf euren Befehl. Sofort. Schon unterwegs. Nochmal speichern. Immer nochmal speichern. Verstanden. Ah, dieses Tor. Halt, wenn wir schon mal hier sind. Jawohl! Lauf, 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 lauf. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ein Jammer. Party. Ich möchte von euch die Position haltet und euch nicht rauslocken lasst. Alles klar. Jawohl! Jawohl! Okay, wir müssen hier oben rum. Ein Karren mit Rohstoff auf euren Befehl. Ein Schiff hat angelegt und bringt da Waren mit. Verstanden. So. Verstanden. Schon unterwegs. Sofort. Schon unterwegs. Jawohl. Hi. Sofort. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Auf euren Befehl. Sofort. Hi. Alles klar. Hallöchen. Darf man eintreten? Immer herein mit den Neugierigen. Hi. Jawohl. Hi. Ich eile. Hallo Snorre, altes Haus. Sofort. Vicky? Ich fass es nicht. Nun rede. Wie ist es dir ergangen? Ach, gar nicht so gut. Nachdem ich vom Tode meines Vaters erfahren habe, bin ich sofort hierher geheilt. Und nun sehe ich mich ständig den Angriffen von Svens Bande ausgesetzt. Ja, die Angriffe. Der schreckliche Sven lässt nicht locker. Meine Männer kommen schon gar nicht mehr aus dem Dorf raus. Wie ich sehe. Wenn du das unterbinden willst, wirst du wohl den schrecklichen Sven vernichten müssen. Unsere Katapulte sind zu schwach, um seine Festung zu erobern. Geschweige denn, die Mauern zu durchbrechen. Los um mit diesen genialen Einfälle. Fällt dir nichts ein? Oh. Ist der eigentlich, sage ich nein. Eigentlich will ich keine leichte Variante spielen. Ich vermute, Vicky kriegt jetzt die Idee. Wenn ich sage nein, dann sagt er, nö, hab keine Ahnung, ich bin nicht mehr so klug wie damals. Wenn ich sage ja, wird ihm jetzt eine Idee kommen. Die Idee ist wahrscheinlich Tribok. Ich möchte schon gerne einen Tribok benutzen. Ich spiele ständig irgendwie die schweren Sachen. Ich will sehen, was passiert, wenn Vicky auf eine Idee kommt. Ja, Vicky hat Ideen. Wähle. Benutze Trebuchets. Ah, steht hier sogar, Trebuchets.
Ja, denn diese eigentliche Wiki-Methode. Köpfchen statt Fäustchen. Wir sind Wiki. Wir arbeiten nicht mit roher Gewalt. Auch wenn er inzwischen Arme wie ein Baumstamm hat. Ich hab's! Wir werfen die Steine mit einem größeren Katapult. Wir brauchen ein stärkeres Katapult. Wir werden es mit einem längeren Arm ausstatten. Dann erreichen wir auch Svens Gebäude im Inneren der Stadt. Ich muss auf jeden Fall jetzt ganz stark werden. Aber jetzt dürfen wir also, okay. Ich meine, wir würden es ohne Trebuchets definitiv schaffen. Klar. Aber wir sind Wiki. Oh. Kiste. Jawohl. Kiste. Ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Ja, ich weiß. Wie ihr wünscht. Sofort. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Hi. Hi. Angriff. Schon unterwegs. Hi. Hi. Alles klar. Hi. 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 Okay, Gelände ist aufgedeckt. Wie ihr wünscht. Ich werde angegriffen. Die kommen auch mit immer mehr Truppen hier an. Ich fürchte, wir müssen bald wirklich ein bisschen was töten. Wir müssen es halt schon dem schon tollen Charakter bewegen. Außerdem, wann immer wir die Gelegenheit haben, Triboker zu benutzen. Trebuchets. Große, überlegene Belagerungsgeräte. Es ist eine heilige Pflicht, die anzunehmen. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich bin zufrieden mit der Auswahl. Badehaus. Badehaus oder... Wir verteilen mal zwei Badehäuser. Und setzen das Theater nach dahin. Warum baue ich ein verdammtes Theater? Warum tue ich mir das jedes Mal wieder an? Das Lagerhaus ist voll. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren so. Wurde ausgesandt. Okay. Wir haben trotzdem nicht noch nicht viel Honig. Wir brauchen also wahrscheinlich noch einen weiteren Imker. Gemessen daran, wie viele Bienenstöcke wir schon stehen haben, ist ja kein so großes Problem. Gut, hoch den Sold. Wir müssen ein paar gewaltsame Lektionen erteilen. Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Verstanden! Auf euren Befehl! Na, speichern. Ich schätze, der schwierige Weg wäre daraus bestanden, dass wir einfach viele Katapulte bauen müssen, um da reinzubrechen. Mit purer, roher Gewalt. Das tut nicht so Not. Sofort! Auf euren Befehl! Kämpft weiter! Auf euren Befehl! Hey, alles klar! Wisst ihr, was so schön wäre? Eine Steinfalle. Zum Angriff! Vielleicht sollten wir einen Abschnitt der Mauer hier durch ein Tor ersetzen und eine Steinfalle reinbauen. Oder hier so zwei, drei Tore mit Steinmauerfallen draufsetzen und die Leute durchgehend zu Tode bewerfen mit dem ganzen Kram. Kämpft weiter!
Sofort! Erster Schwertkämpfer Trupp ist auch schon gestorben. Jawohl! Stürmt los! Plötzlich, warum seid ihr manchmal so einfach so stumpf blöd? Verstanden! In den Kampf! In den Kampf! Nehmt die Mauern ein! So, die hinteren Schützen schießen auf die vorderen Gegner. Die Gegner, die vorderen Schützen schießen auf die hinteren Gegner. Kämpft weiter! Nicht aufgeben! Hinauf und hinüber! Nicht aufgeben! Bleib in konstanter Bewegung. Deine Kampfkraft ist jetzt nicht so krass. Aber die Möglichkeit zur Ablenkung, die ist gut bei ihm. Auf euren Befehl! Nicht aufgeben! Angriff! Unsere Nahkämpfer sind einfach alle gestorben. Die Ausnahme von einem, wie es aussieht. Kämpft weiter! Ohne die Ausnahme von einem. Nicht aufgeben! Verstanden! Verstanden! Angriff! Es gibt kein Zurück! Wie ihr wünscht! Ich muss mich in die Burg zurück. Ist in Ordnung. Nehmt die Mauern ein! Schon unterwegs! Von wo kommt ihr denn bitte? Ei. Verstanden. Alles klar. Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor! Bitte? Und das ist gar nicht cool von euch, Leute. Ein Stadtgebäude wird angegriffen. Warum? Ein Gebäude steht in Flammen. Einsacken und Abmarsch. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Okay. Was ihr könnt. Haben die unsere Mauer hier sich gebrochen? Ich werde angegriffen. Ich sehe, die sind nicht so gut drauf. Auf euren Befehl. Kämpft weiter. Die sind wirklich nicht so gut drauf. Jawohl. Angegriffen. Alles klar. Ein Territorium. Ja, wir laden. Oh nein, wir laden nicht mal, weil ich eine Aufnahmepause einlegen muss, wie ich gerade sehe. Auch gut. Auch gut, guter Schnittpunkt. Guter Schnittpunkt. Danke für die Erinnerung, Spiel. Finde ich sehr angenehm. Das ist der nächsten Aufnahme. Treten wir den schrecklichen Sven die Treppe runter und schicken ihn ins Altenheim. Insofern, liebe Gemeinde, bis zur nächsten Folge. Bis dahin viel Spaß und Cheerio.